Willkommen zurück, meine verehrten Rüben. Es ist Zeit, zum letzten Mal ein paar Taxes zu evaden. Und wir haben im letzten Part den Atomschutzbunker beseitigt, oder beziehungsweise beschritten, nicht beseitigt, und den Mutantenmenschen Liz dort beseitigt. So, jetzt ist es richtig. Und es wird Zeit, dass wir Bürgermeister Zwiebel sein letztes Item geben und dann herausfinden, was seine Pläne sind. Ja, der Laserpointer. Der letzte Teil meines Masterplans. Du dachtest wirklich, ich würde dir die Besitzurkunde für dein Gewächshaus zurückgeben? Du bist wirklich ein Idiot, genau wie dein Vater. Weißt du überhaupt, was sich unter deinem eigenen Haus befindet? Das ist erbärmlich. Das Vermächtnis der Rubettos. Rubettos, okay. Diesem Ding zu hinterlassen. Geh mir aus den Augen. Ich wette, selbst der berüchtigte alte Mann Zitrone würde jetzt nicht helfen. Okay. Alter Mann Zitrone, was hast du zu sagen? Hallo, Junge. Nun, es ist wohl Zeit, dir die Wahrheit zu sagen. Dein Vater, Don Rubetto, Bürgermeister Zwiebel, und ich kennen uns schon lange. Wir gehörten damals zur selben Verbrecherbande. Wir waren alle Mafiosi. Dein Vater war der Boss, ich war sein Auftragskiller, Bürgermeister Zwiebel war sein Berater. Unsere Gesellschaft ist chaotisch. Wir haben keine Gesetze, keine Verantwortlichen. Es war der perfekte Zeitpunkt, die Kontrolle zu übernehmen. Aber wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Bürgermeister Zwiebel war getrieben von Gier. Er hatte seine eigene Vorstellung davon, wie die Stadt geführt werden sollte. Wir dachten, der schwingt nur groß reden. Wir hätten nicht gedacht, dass es so weit gehen würde. Er hat eine Regierung gebildet, uns den Rücken gekehrt und unseren Namen durch den Schmutz gezogen. Er wollte das, was wir unten in der Basis haben. Waffen, Reichtum, wir hatten alles. Ich dachte schon, dass er große Anstrengungen unternehmen würde. Ich fand den Tod deines Vaters immer verdächtig. Du dachtest, es geht um dein Gewächshaus? Söhnchen, unter ihm befindet sich eine riesige Basis. Du musst jetzt gehen, dich dort hineinschleichen und Bürgermeister Zwiebel besiegen. Es bleibt nicht viel Zeit. Du kannst meinen Geheimgang hinter diesem Baum benutzen, aber beeil dich. Okay. Okay. Mysteriöse Mafia-Basis. Ironischerweise habe ich jetzt keine Ahnung, was hier passiert, weil in dem Moment, in dem die Streamerin, bei der ich das geschaut habe, diesen Abschnitt erledigt hat, war ich AFK. Und ja, als ich wiederkam, war halt der Stream vorbei und ich dachte mir so, nicht der Stream, das Spiel vorbei und ich dachte mir so, ich war doch literally gerade 5 oder 10 Minuten weg, was? Also, bin ich gespannt, was uns erwartet. Was haben wir? Feuer. Okay. Frage ist, was können wir hier verbrennen? Ah ja, natürlich. Wir wollen bis dahin. Können wir das rechtzeitig schaffen? Es ist halt so viel im Weg. Nee, das wird nichts. Wir brauchen sicherlich ein weiteres Item. Basic English for Big Dum Dums Tax Edition. Basic English ist definitiv nicht das Verkehrteste für Leute zu haben, aber Tax Edition. Marsh Wilson. Sorry. You destroyed the book that taught everyone how to speak. Was für ein Achievement. Wir Gemüse lernen schreiben, wir schlau. Ja. Irgendwann hat die Linguistik irgendwo mal angefangen. Das ist korrekt. Ah ja, ich weiß, was ich tun muss. Es ist so einfach, wie es genial ist. Ja. Wie gesagt, so einfach, wie es genial ist. Okay. Hier geht's weiter runter. Und hier geht's noch weiter runter. Und hier geht's wo auch immer hin. Oh. Leute, denkt ihr, was ich denke? Get new kiddo, destroyer of the world. Du bist gestorben. Ja, haben wir mal den ganzen Gemüsegarten in die Luft gejagt, würde ich sagen. Okay, sorry, es musste sein. Ich wusste nicht mal, dass es ein Achievement gibt, aber Leute, kommt schon. Wenn ihr eine Atombombe vor euch seht, müsst ihr sie einfach anschlagen. Das ist das eine Frage. Okay. B3. Okay, ich würde nämlich sagen, gehen wir das jetzt reverse an und schauen, was wir hier so finden.
The Layers to the Onion. A Mayor Onion Manifesto. Weg damit. Müll. The Destroyed Words Written by a Tyrant. Perfekt. Wozu ist diese Mafia überhaupt gut? Ich will reich werden und diese Versager werden mir nicht dabei helfen. Ich habe etwas über die Menschen und ihre Regierung gelernt. Vielleicht gründe ich meine eigene. Vielleicht kann ich Don überzeugen. Okay. Nun gut. Todesliste. Chad. Gewürzgang. General Grapefruit. Meine Frau. Nur Spaß, lol. Nicht den Chad. Stellt euch vor, der Chad würde getötet werden. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber ey, Zitrone sah mal sehr jung aus. Okay. So, schauen wir, was uns jetzt hier weiter erwartet. Ein kleines Rätsel. Okay, wir müssen vermutlich das hier groß machen, dahin schieben, dahin und kicken. Okay, soweit so einfach. Du bist wieder Feuer und Flamme, alles klar. Dann machen wir hier, was wir schon kennen. Wir machen ein Portal und noch ein Portal. Gehen hier hin. Und gehen hier hin und easy. Okay. Portal. Portal. Okay, schnell genug geschafft. Aber ich komme ganz durch. Das heißt, wir müssen jetzt unser eigenes Portal schaffen, I guess. Ja. Wir müssen es so machen, dass ich da drüben ein eigenes Portal aufmache. Zwar hier. Und... wait, das war dumm. Und so. Und so. Und so. Ja, dich auch gleich, aber noch nicht. Dich. Dann so. Dann so. Dann können wir das so machen. Dann so. So. Und... easy. No problems an der Front. Was haben wir denn da? My surviving son. If you're reading this, I've probably been rotten for a while now. I left the estate to you, but I fear Mayor Onion's retaliation. Please do protect yourself and the Turnipcino land. Turnipcino. Okay, so heißt das Land hier also. It's all up to you now. I'm sorry that I couldn't be there to witness your second leaf or for when you held your first watering can. I'll miss you, son. You will be the biggest gangster of us all. Oh ja, das sind wir. I know, you'll make the Turnipcino name proud. Please destroy this letter, we don't want the IRS to see this. Love you, son. Don Turnipcino. Dad, me. Ich mein, nett, dass er das sagt, ich hätte sowieso gemacht. You ripped up a letter from your dad. Echt so. Wer braucht schon von seinem Vater irgendeine Form von Memento? Okay, die Turnipcino-Familie, die ist buchstäblich einfach nur wir mit ein paar anderen Wrinkles. Interessant. Nun gut. Ich glaube, wir nähern uns dem finalen Kampf. Du hältst dich wohl für ganz clever, was? Wie bist du so schnell hierher gekommen? Haut ihn um, ihr idiotischen Radieschen. Okay. Wirklich, die Radieschen? Was zum... Du blöder Baba Ganoush. Was ist ein Baba Ganoush? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist Körperverletzung. Ja. Mir reicht's. Ich habe genug von deinem Unsinn. Heute Nacht wirst du dir die Radieschen von unten ansehen. Aber wir haben gerade Radieschen besiegt. Okay. Korrupte politische Macht. Verwandeln. Oh, es ist eine Magical Girl Transformation. Ich bin nicht ready dafür. Korrupte Zwiebel, die Macht trieb ihn in den Wahnsinn. Oh mein Gott. Oh, wow, 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 wow. Aua, aua, aua. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was man tun soll.
Also, ich schlage einfach nur drauf und hoffe einfach, dass wir ihn gleich tot haben. Ja. Okay. Ja, es ist scheinbar einfach nur ein Kampf, bei dem man so hart zuschlagen muss wie möglich und man hat dann einfach gewonnen. Okay. Aber es ist zumindest eine coole Transformationssequenz und ich kann mich jetzt frei entfalten mit meinem Thumbnail für diesen Part. Okay, diesmal haben wir nicht den vollen Laser abbekommen, also ist der Kampf an dem Punkt eigentlich Geschichte. Ich find's schade, wir können nicht wirklich seine Gabel dodgen. Komm, ich schlag dich jetzt einfach nieder. Okay. Wie konnte das passieren? Wie wurde ich vom Sohn meines Rivalen geschlagen? Du magst mich besiegt haben, aber meine Region wird dank der Dokumente, die du übersehen hast, fortbestehen. Ja, und das ist dann vermutlich das, wo wir eine Bank ausrauben, I guess. Ah, ja, okay. You committed tax evasion. We did it, guys. We did it. Wir haben die Taxes evaded. Übrigens nicht nachmachen im Real Life. Property title ND. This certifies that the greenhouse is owned by Turnip Boy. May Onion. Warum sollten wir das zerreißen? Ah, oh, es hatte die ganze Zeit auch eine deutsche Übersetzung. You ripped your own deed. Ja, wer braucht die schon? Wer braucht die schon? Egal. Okay, wait. Das muss ich jetzt lauter machen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen laut. Mal schauen. Nein, ist nicht. Darf nur nicht vergessen, den Mixer danach leiser zu machen. Ich find's lustig, dass sie jetzt am Ende tatsächlich noch so einen lustigen Song gemacht haben, um halt ihr eigenes Spiel zu parodieren. Also wenn ihr den Song in voller Gänze hören wollt, ohne dass ich drüber schwatze, dann schaut am besten mal auf eventuell deren offiziellen YouTube-Kanal nach oder Turnip Boy Credit Song vermutlich. Und dann werdet ihr das Ganze, ohne dass ich da jetzt drüber schwafel, hören. Und eventuell auch gleich eure Ohren weggerippt werden, weil ich das Ding auf volle Lautstärke gedreht habe. Anyway. Meine Gedanken zu dem Spiel sind, für ein Spiel, was man für einen sehr, sehr kleinen Preis bekommt, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Es hat eine Menge Popkulturreferenzen, die mir Spaß gemacht haben. Es ist nicht zu schwer, also ja, es ist das Gegenteil von schwer, es ist sogar ein sehr einfaches Spiel. Zweimal bin ich gestorben. Gut, das sind zwei Bosse, die halt aufgrund von den Mechaniken von dem Spiel ein bisschen schwieriger sind, als sie erst den Anschein haben. Aber ansonsten war das Spiel ja sehr einfach. Ihr habt es ja gesehen, ich bin ja förmlich durchgerannt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist das, was es sein wollte. Ein Meme-Game. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich habe mich auf jeden Fall, als ich das damals im Stream gesehen habe, köstlich amüsiert. Und ich kann auch auf jeden Fall sagen, ich empfehle das jeder Person selber mal zu spielen und euch auf jeden Fall den zweiten Teil dann vielleicht blind ohne mein Let's Play reinzuziehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn direkt bei Release zocken werde, aber ich werde ihn auf jeden Fall zocken. Denn mir hat Turnip Boy eine Menge Spaß gemacht und wir werden uns jetzt gleich noch ein bisschen Postgame-Content ansehen, weil das Spiel hat, wie gesagt, noch ein bisschen was in die Richtung zu bieten. Aber ja, das Main Game haben wir jetzt abgeschlossen und schauen wir, was uns gleich noch erwartet.
Ich darf jetzt nicht vergessen, das Spiel leiser zu machen. Sonst wird es mir um die Ohren fliegen. Bring. Noch ein bisschen leiser. So. Okay. Muss jetzt alles wieder sauber zurückregulieren. Und passt. Gut. Jetzt ist alles wieder, wie es ursprünglich war. Und wir schauen uns jetzt nach dem Credits, wie bereits erwähnt, noch ein bisschen mehr an. Ende? Fragezeichen. Ja. Aber. Weiter? Fragezeichen. Alles einsteigen. Die Station Sonnenuntergang wurde endlich fertiggestellt. In deinem Briefkasten findest du eine Fahrkarte. In einer Hülle auf der holprigen Hügel sind dimensionale Störungen aufgetreten. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Und wir haben jetzt die endlose Linie freigeschaltet. Die wollen wir uns auf jeden Fall gleich noch ansehen. Aber vorher gehen wir doch erstmal hier runter zum Hügel. Und ja, der Mandarinenhund ist verschwunden. Was ist dahinter? Holprige Hülle. Mehr. Hallo, lebendige Steckrübe. Ich kann all die Artefakte sehen, die du in den verschiedenen Dimensionen übersehen hast. Lass uns weitersprechen, wenn du mehr über diese Weisheit erfahren willst. Suche ein Dokument in der Nähe eines Sandwichladens. Oh, er hilft ein, dass man alles finden kann. Das ist actually sehr nett. Ich meine, klar, das Spiel ist jetzt nicht umfangreich, ist nicht schwer, es hat nichts krass versteckt oder so. Aber ihr habt ja gesehen, dass ich einige Sachen nicht gefunden habe. Und unter anderem auch, warte, der Sandwichladen ist. Der war links hier, ne? Aber noch einige Sachen nicht in meinem Inventar habe. Das heißt, irgendwo in der Nähe eines Sandwichladens müsste es ja ein Dokument geben. Vielleicht enden? Im Müll? Ah ja, Way Sandwich. Okay, nette Rechnung. Tipp, no Herzchen. Immerhin wäre halt in Europa genauso, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein schöner, kleiner Parody-Move auf America ist. Weil man sieht ja da oben auch NY, also New York. Und ich meine, nur in America siehst du dann auch so ein Tippbill drunter, also. Ja, Dumpster Diver, you ripped up a receiver in the trash. Hier drüben, das ist jetzt übrigens auch neu, das, ich habe ehrlich gesagt, achso, ja genau, das ist die Station. Ich wollte gerade sagen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber es ist das, wo wir hinwollen. Hallo, kleine Rübe. Ist es nicht seltsam, dass die Tageszeit hier anders ist? In der Tat. Moment mal, sollt ihr nicht eigentlich der freudlose Friedhof sein? Meine einzige Spur sind ein paar Dokumente, die ich vorhin gefunden habe. Darauf heißt es, keine Ahnung, warum das da ist, vielleicht irgendwas mit Dimensionen und Portalen, lol, Yukon. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Tägliche Herausforderung. Okay. Ist das eine Daily Challenge? Kleine Rübe, bist du schon mit der mit der endlosen Linie gefahren? Ich war gerade kurz verwirrt von seinem Tattoo, sorry. Mach das und komm dann zu mir zurück. Ja, einmal wollen wir das machen. Alles einsteigen! Abfahrt von der Station, Sonnenuntergang! Fahrkarten bitte! Hey, kleine Rübe, wie ich sehe, hast du deine kostenlose Fahrkarte für den Zug von der Station Sonnenuntergang per Post erhalten. Die Station heißt so, weil es hier immer so aussieht, als geht gerade die Sonne unter. Und jetzt keine Trödelei am Bahnsteig, es ist Zeit zum Einsteigen. Setz deine Stummelfüße in Bewegung, auf geht's! Okay. Grenzenlose Linie. Und ihr werdet gleich überrascht sein, was uns hier erwartet. Erstmal natürlich ein paar Gegner. Die machen wir fertig, no problem. Und noch mehr Gegner. Ebenfalls erneut kein Problem. Nicer Soundtrack. Und noch mehr Gegner. Okay, die Gegner sind gerade sehr underwhelming. Aber... hey, kennen wir doch. Schweinekönig, willkommen. Lange ist her. Aber du bist natürlich keine Herausforderung mehr für uns. Wir haben zwar keine Bomben hier, aber wir können ja was dann locken. Pff, lol. Und wir haben ein Ticket bekommen.
Und das ganze Bacon rennt weg. Tolle Show! Wie du sicher schon bemerkt hast, ist dies kein gewöhnlicher Zug, Freundchen. Es ist an der Zeit, dass du dir dein Mafioso-Blut zunutze machst. Ein Mafioso muss einfallsfrei sein, ungerissen und charmant. Alles Eigenschaften, über die du nicht verfügst. Deshalb sind wir hier, um daran zu arbeiten. Hier sind einige exklusive Schmuckstücke für den Zug. Wähle weise. Sie könnten darüber entscheiden, wie viel Zeit du in der endlosen Linie verbringst. Viel Glück. Habt ihr herausgefunden, was es hier mit auf sich hat? Falls nicht, lasst es mich euch mitteilen. Es ist ein Roguelike-Modus. Das heißt, man kann das hier so oft, wie man möchte, wiederholen. Und man bekommt hier Items, die einen das, ja, den Kampf, den Verlauf des Ganzen ein bisschen einfacher machen. Und ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Warte, ist das? Komm näher, Liebes. Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Diese Gießkanne habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Sie war ein Geschenk an meinen Ex-Mann. Alter Mann, Zitrone war die Liebe meines Lebens, aber ich hatte es satt, eine Komplizin seines skrupellosen Mordens zu sein. Du scheinst den gleichen Weg eingeschlagen zu haben, Söhnchen. Damals war ich ein guter Fang, ein Juwel. Alle Welt hat über mich gesprochen, aber ich bin ein Freigeist. Ich musste mich davon befreien und die Welt erkunden. Ich habe meinen eigenen Tod vorgetäuscht und bin in diesen Zug gestiegen. Seitdem bin ich hier. Ja, viel Spaß, I guess. Okay, schauen wir mal. Feenflügel erhöht die Reichweite deines Stolperns, sorgt für Zoom, was auch immer das bedeutet, und es besteht die Chance, dass Gegner bei einem Treffer in Flammen aufgehen. Ehrlich gesagt möchte ich das hier haben. Wow. Oh ja, das ist in der Tat riesiges. Das ist ein Rank-Up. Okay. Damit stolpern wir uns auf dich zu und werden erstmal ordentlich beschossen. Okay, oh, wir bekommen sogar Herzen. Ich dachte, man bekommt hier keine Herzen, aber wie soll es schon? Macht das Ganze natürlich ein bisschen fairer für uns. Aua. Ja. Und vielleicht sogar ein bisschen zu einfach, wer weiß. Die verfaulte Apfelkatze hat Buttertoast auf dem Rücken. Die kennen wir doch. Die Infinite Energy Cat. Mal sehen, ob wir die auch so einfach dann locken können. Sieht nicht so aus. Ah, aua, aua. Okay, aber wir haben sie. Und zwei Tickets. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht und hat 136 davon gemacht. Ah, Leute haben teilweise echt viel Langeweile, muss man sagen. Tolle Show! Man sagt, dass nur Katzen neun Leben haben, aber das gilt nicht unbedingt für die endlose Linie. Okay, was haben wir Schönes? Das Feuerzeug hatten wir, das hatten wir auch schon. Taktischer Einsatzschild. Besteht die Chance, keinen Schaden zu erleiden. Oh wait, ich habe die Blaubeere und die Orange, also Timothy und wie auch immer der andere hieß, nicht? Egal. Ihr kennt die beiden. Ihr kennt die beiden aus den vorigen Parts und sie dürfen wahrscheinlich dasselbe gesagt haben. Timothy Gordon, genau, Gordon Isa. Oh dear, oh dear. Aber der taktische Einsatzschild hat uns vor Schaden bewahrt. Die haben wir wahrscheinlich jetzt eh geheilt hätten. Also, falls ihr fragt, wie lange ich das noch machen will, keine Sorge. Das hat ein Ende in Anführungsstrichen. Bam, bam. Hirsch, ein grausames Geschöpf der Natur. Es ist gut, dass seine Hitbox nicht so groß ist wie sein Sprite, sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt gerade ordentlich gefressen. Die Ninja-Kanickel. Die Streamerin, bei der ich das gesehen habe, die ist zu dem Zeitpunkt schon so hart angeschlagen gewesen, dass es mir fast schon leid getan hat. Okay, easy. Tolle Show. Genau wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Nur, dass die Scheinwerfer deinen leblosen Glubschaugen sind. Na dann, auf zum nächsten Waggon. Es besteht die Chance, dass dein Gegner beim Tod explodiert. Okay, whatever. Kaffee? Ich will den Kaffee. Ich will wissen, was Zoom bedeutet. Oh, wir rennen einfach schneller. Nun, Freundchen.
Du hast die Herausforderungen des Zuges gemeistert. Und jetzt stehst du dem Zugführer gegenüber. Ich bin der Endboss. Oder vielleicht bin ich erst der Anfang. Liefern wir eine gute Show ab. Zeig mir, was in dir steckt, kleine Rübe. Zugführer Zwiebel, stell dich auf die Probe. Aua. Die Ninja. Vermutlich der von seinem Kit her tatsächlich schwerste Boss. I don't know. Aber dank dem Zoom sind wir so schnell, dass er uns nicht wirklich treffen kann. Und wir können ihn übel punishen. Er kann uns eigentlich nicht schnell genug fertig machen, würde ich sagen, aber kann er schon. Wir müssen aufpassen. Wir müssen extrem aufpassen. Ich will den Kampf gewinnen. Nein! Nicht getroffen. Okay, wir haben gewonnen. Das war knapp. Defeat the Conductor. Wir haben das Achievement. Tolle Show, kleiner Rübe. Du bist zwar weder besonders clever noch charmant, aber du hast mafioso Blut in dir. Nice. Tolle Show, Freundchen. Und jetzt wird es Zeit, dein letztes Schmuckstück auszuwählen. Was, du dachtest, du wärst fertig? Es reicht nicht, diesen Zug einmal zu durchlaufen, um dich auf uns, auf das vorzubereiten, was danach kommt. Sei es der Kampf gegen die Leute wie mein Bruder oder die Flucht vor dem F.A. Es wird ewig so weitergehen. Immer wieder Bösewichte fahren. Immer in Bewegung. Immer wieder mir gegenüberstehen. Von Waggon zu Waggon. Denn dies ist die endlose Linie. Von jetzt an wird es nur schwerer. Weißt du, dieser Zug ist wirklich cool und so, aber ich wünschte, es gäbe WLAN, damit ich Ocean of Stealing auf meinem Laptop spielen könnte. Was auch immer das ist. Unendlicher Zug? Nee, gib mir lieber unendliche Bandbreite. Verständlich. Ja, das obviously. Hallo, kleine Rübe. Anscheinend befinden wir uns in einem Zug und er ist unendlich. Das kann doch nicht sein. Wie auch immer, hast du schon irgendwelche Elite-Bosse gefunden? Elite-Bosse sind außerordentlich starke Gegner, die mehr Leben haben, größere Schaden verursachen und über besondere Fähigkeiten verfügen. Da wäre zum einen der Akro-Elite-Boss, die schnell angreifen. Dann gibt es die stark gepanzerten Elite-Bosse, die viel mehr Lebenspunkte haben. Als drittes sind da die Gift-Elite-Bosse, die dich vergiften, wenn du getroffen wirst. Und zu guter Letzt gibt es noch die Riesen-Elite-Bosse, die nun ja riesig sind. Ich hoffe, diese Informationen helfen dir auf deiner Reise. Ja. Nur zur kurzen Info. So wie sie es beschrieben hat, der Zug geht ewig weiter und die Gegner sind natürlich immer stärker nach einer gewissen Zeit. Wir werden es aber logischerweise nicht bis zum Ende spielen und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt sterbe, das ist auch actually fine, weil wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Und ja, damit würde ich auch sagen, wenn uns diese Kartoffel tötet, nein, tut sie nicht. Wenn uns hier irgendwas tötet, was auch immer uns als nächstes angreift, wird uns wahrscheinlich töten. Vermutlich der Boss. Oh. irgendwo sagt der Gamer in mir doch, dass ich zumindest weiterspielen muss, bis ich sterbe, ne? Ich kann's halt doch nicht anders. Und da ist der Schweinekönig erneut. Und er ist ziemlich gepanzert. Der Schweinekönig ist halt so keine Herausforderung, dass ich ihn halt genauso besiegen kann wie vorher auch. Er ist keine Herausforderung. Oh, es gibt sogar zwei Tickets. Okay, dann ist es ziemlich einfach, ehrlich gesagt. Ah, gut. Okay, du sagst es selber. Keine neuen Dialoge. Ja, ne? Kommt, bringt mich um, bitte. Du bist ohnmächtig geworden. 50 Gegner besiegt. Okay. Speichern und verlassen. Ja, ich würde sagen, wir haben alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Moment, ich möchte noch kurz wissen, was der Typ sagt, wenn ich jetzt einmal in der Line war. Ja, yeah, ja, I don't care. Kleine Rübe, willkommen in meinem Laden. Hier kannst du Hüte kaufen und mit blauen Fahrkarten Schmuckstücke freischalten. Ist das nicht eine tolle Maßnahme zur Kundenbindung? Hör zu, die KPI ist in dem Keller und ich möchte, dass sie wieder steigen. Ja, okay, verständlich. Okay. Nun gut, ich würde sagen, wir haben alles gesehen, was es in dem Spiel zu sehen gibt.
Ich bedanke mich herzlichst dafür, dass ihr bei dieser kleinen Indie-Perle mit dabei wart, sie mit mir zusammen zu erleben. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hatte eine Menge Spaß. Und ich freue mich unendlich auf Teil 2, der hoffentlich noch sehr viel umfangreicher und vielleicht auch ein bisschen komplexer sein wird. Und vor allen Dingen auch, was da wieder für extreme Copypastas und Memes drin sein werden. Das Internet hat nämlich in den letzten 2 Jahren so viel rausgehauen, dass ich hoffe, dass die Macher dahinter nicht geschlafen haben. Glaube ich nicht. Und naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Turnip Boy wieder oder natürlich in einem meiner anderen Let's Play Projekte. Schaut in mein aktuell laufendes Projekt mit Cat Quest rein, schaut in das kommende Projekt rein, was natürlich nach Turnip Boy kommt oder vielleicht auch ein paar meiner alten Projekte. Wer weiß, vielleicht ist da ja was für euch dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlichst bei euch und ich wünsche euch noch viel Spaß und auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut!